Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Bergen zusammen mit dem David. Moin moin. Ja, wie gesagt, letzte Folge extremes Hinherspringen, sorry dafür. Aber lieber Themenschreiber, ich hoffe, wir konnten halt ein bisschen auch über das Thema Traktorpulling sprechen. Wie gesagt, so viel gibt das Thema halt leider nicht her. Entweder ich denke, man findet es gut oder eben nicht so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es da jetzt irgendwie viel Potenzial gibt, drüber zu sprechen. Ansonsten kannst du ja uns mal noch deine Sichtweise zum Thema gerne mitteilen. Und ja, in der Folge wollen wir auch zumindest mal wieder mit Serien, die wir mal geguckt haben, weitermachen. Und da habe ich auch was, wo ich dich fragen wollte. Hast du damals auch Utopia geguckt auf Sat.1? Das war die Nachmache von diesem, was ein, zwei Jahre vorher auf D-Max kam, ne? Dieses mit Apokalypse mäßig, ne? Ja, was heißt ja, ausgesehen oder zumindest bunt gewürfelte Haufen an Menschen, Pioniere besiedeln die neue Welt. The Colony hieß das auf D-Max. Kam ein, ja, zwei Jahre vorher. Sein. Und dann hat ProSieben oder so, glaube ich, die Idee übernommen. Sat.1, ja. Sat.1. ProSieben Sat.1, genau. Ist ja ein Unternehmen. Ja. Ich würde dich fragen, würdest du da mitmachen bei sowas? Nö. Aber nur jetzt sage ich, nee, echt nicht? Also ich hab Utopia nicht geguckt, sondern nur das auf D-Max vorher. Beziehungsweise ich habe ja schon mal erzählt, ich gucke immer alles in der Videothek da, weil ich es ja auch teilweise nicht so gut empfange, je nach Tages- und Nachtzeit und hast du nicht gesehen. Boah, wir sind so ein bisschen Grenzgebiet und ich glaube, D-Max hat auch einfach nicht so die guten Frequenzen. Ja, auf jeden Fall, ja, fand ich die Serie sehr, sehr spannend. Gerade was ich damals cool fand, ist jetzt doch schon einige Jahre her. Da haben die mal irgendwie mit Autobatterien Reinschaltung und dann geschweißt und sowas. Ja. Das fand ich cool, weil die Leute da hatten ja teilweise, waren dann auch mit irgendwelchen Mechaniker und so, die so ein bisschen wussten, was los ist, ne? Naja, klar. Aber du würdest bei sowas nicht mitmachen wollen? Nee, also vielleicht wenn es nicht fürs Fernsehen wäre. Ja, nee, generell. Weiß nicht, ich habe generell irgendwie so eine leichte Abneigung gegen Fernsehen. Deshalb würde ich selber gar nicht so gerne im Fernsehen sein wollen. Nee, es hat doch nichts damit zu tun, dass das im Fernsehen läuft, sondern eher so, stell dir mal vor, du bist halt mit Freunden, keine Ahnung, oder mit Menschen, und mir sind dann zwei, drei Stück dabei, die du kennst, nach Fähigkeiten ausgewählt, dass du halt von jedem einen so dabei hast und ihr werdet ausgesetzt und ihr werdet dann, sag ich mal, einfach, also ihr dürft einfach machen, ihr kriegt nichts vorgegeben. Und ihr müsst halt gucken, wie ihr euer Geld verdient, um quasi Sachen zu kaufen. Ihr habt zwar das Notwendigste, beispielsweise, ihr kriegt ein Aggregat für die Stromerzeugung, ihr kriegt... Okay, das ist ja schon Luxus. Ja, aber ich würde sagen, ihr kriegt halt ein Aggregat für Stromerzeugung, ihr kriegt ein bisschen Treibstoff, ihr kriegt damals, wie damals, auch eine Kuh, ihr kriegt, keine Ahnung, 20 Hühner, oder ihr kriegt zwei Kühe, 20 Hühner und einen Hahn... vielleicht zwei Schafe und so. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Und ihr müsst euch dann da auch irgendwie selbst ernähren. Also selber Geld verdienen. Ihr habt zwar Kontakt zur Außenwelt, wo ihr dann Sachen beispielsweise bestellen könnt, die ihr dann gerne hättet, wo ihr dann aber auch selber bezahlen müsst. Aber ihr müsst das Geld beispielsweise selber verdienen. Mit kreativen Ideen. Würdest du dich darauf einlassen? Beispielsweise, ich stelle vor, Nico wäre dabei, ich wäre dabei, dann wäre vielleicht noch dabei Noob und Kias. Ja, doch, würde ich mich drauf einlassen, ja. Ja? Ja. Hätte ich, glaube ich, auch gar nicht so ein großes Problem mit so. Ich hätte da irgendwie voll Bock, ganz ehrlich, drauf. Ja. Ich meine, gut, ich bin jetzt zwar handwerklich nicht so begabt, aber ich bin halt im Kopf relativ fit. Also im Kopf. Und mir wird da halt schon was einfallen für uns, so ein irgendwie zumindest Geld zu verdienen. Und wenn es halt nur sowas ist, wo du jemandem anbietest, keine Ahnung, Personal Trainer und du machst Sport halt mit jemandem, ich würde mich wahrscheinlich eher... Wobei das in dem Szenario wahrscheinlich auch nicht die Priorität ist, ne? Nö. Aber du musst halt irgendwie gucken, dass du Geld kriegst. Das war bei Utopia so, oder was? Genau, die konnten halt auch anrufen, konnten immer liefern. Da war auch jemand, das war so ein Fitnessbegeisterter, der hat halt jemand angeworben für Personal Trainer und der hat dann quasi mit dem halt so, sage ich jetzt mal, Training gemacht und hat so Geld verdient. Also bei D-Max war es alles ein bisschen anders, da war das wirklich mehr so auf Überleben, Basisbau und sowas, ne?
Nee, das war alles schon da vorgegeben. Das finde ich eigentlich viel spannender, dieses Basisbauen und sowas, ne? Sich irgendwie einen Unterschlupf aussuchen, Nahrung also und sowas. Ja, aber Nahrung ist krass, da musst du ja schon wirklich jemand haben, der da Ahnung hat. Ja. Also jetzt auch vom Ausnehmen von Tiere und sowas. Ja. Aber trotzdem finde ich das eigentlich ein bisschen spannender, wenn es wirklich so ein bisschen mehr, na, ausgesetzt in der Wildnis ja nicht, aber so ein bisschen mehr ums Überleben und wirklich darum, dass du halt auch wirklich jeden Tag was Richtiges zu tun hast. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich nur dann machen, wenn ich wirklich wüsste, ich habe Leute dabei, die ihr Handwerk beherrschen. Also ja, aber ich denke mal, in der Not lernst du auch schnell. Ich habe einen ordentlichen Jäger dabei, ich habe einen vernünftigen Schlachter dabei, wo ich dann weiß, das funktioniert. Ja, oder man muss währenddessen halt lernen, wie es funktioniert. Ja gut, ich würde dich eh machen lassen, hier Elektrik und das ganze Zeug da. Ja. Das wäre so... Kabel knipsen, ne? Und wenn er dann liegt, dann lassen liegen. Genau, sowas halt, ne? Wie es halt immer so ist. Ja. Ne, das war, wäre halt schon so meins, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema abgeschweift. Wie gesagt, auf jeden Fall so ein Pionierding würde ich schon gern mal mitmachen. Ja, wobei mich echt dieses Überleben, also in der Wildnis nicht so unbedingt, aber so dieses, die hatten da irgendwie so ein Gelände dafür von, weiß ich nicht, 2x2 Kilometern oder so, irgendwie so ein altes, verlassenes. Ja. Wo sie sich dann irgendwie in so einer Halle dann letzten Endes, glaube ich, Unterschlupf gesucht haben. Ja, und das war ganz interessant, weil die halt sich auch so Sachen wie zum Beispiel einen Wasserfilter oder sowas selber gebaut haben. Und halt dann hatten die irgendwie, Ziel war es halt quasi da rauszukommen irgendwann. Und dann haben die da halt irgendwann auch quasi andere Leute hingeschickt, andere Gruppen, die sich dann irgendwie da mit denen so halb geprügelt haben. Ach echt? Ja, ja. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Halt schon, also ja, so nach irgendeiner Katastrophe überleben. Okay. Ja, ich glaube, sowas in der Art gab es auch mal bei, sowas in der Art gab es auch mal jetzt, glaube ich, im russischen Fernsehen. Da war es auch so, da waren die irgendwie auch so in der Taiga ausgesetzt. Das ist ja teilweise schon richtig krass. Ja, da ist es ja schon ziemlich krass kalt. David, ja. Schatz, super. Ah, wenn sich der Staub legt, dann wirst du schon noch schwarz sehen. Ja, ja, ich sehe es schon, ich sehe es schon, ich sehe es schon. So. Fangen wir mal entspannt an. Weil ich auch noch ganz gerne eine Zeit lang geguckt habe, waren irgendwie so diese Ice Trucker. Das fand ich auch immer voll gut, aber es kam irgendwie mal zu komischen Uhrzeiten, weiß ich nicht. Ich habe das so selten gesehen. Nicht nur zu komischen Zeiten, das war irgendwann immer so ein bisschen dasselbe, fand ich. Ja, aber da gab es echt auch ein schönes Spiel. Aber ist jetzt auch schon, ich glaube, das war so 2010 rum vielleicht. 80 Wheels of Steel ist ja wie so eine bekannte Trucker-Serie, ne? Mhm. Und dann Extreme Trucker hieß das. Und dann gab es später noch Extreme Trucker 2. Da gab es halt Australian Outback, ne? Wo du hunderte Meilen runtersaust. Dann irgendwie Südamerika, irgend so ein Gebirge, wo du irgendwelche Passstraßen lang geballert bist. Und dann gab's halt Ice Road. Habe ich damals richtig geliebt, das Spiel. Habe ich auch eine Zeit lang ein Let's Play drüber gemacht. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Okay. Ja, das ging irgendwie ein bisschen mehr vorbei. Also, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich zur selben Zeit, wie es das andere Spiel hier gab, die Spin Tires, oder? Boah, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall schon einige Jahre her. Es war während LS13 noch. Mhm. Auch so kurz nach Weihnachten. Weihnachten rum habe ich da irgendwie auf einmal Bock drauf gehabt. Aber das Spiel ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte halt auf einmal wieder Bock. David, wenn ich jetzt da lang fahre, wo du jetzt lang fährst, kann es sein, dass ich ein Bein abwerfe vor eine Bahn, wo du reinfahren willst, gell? Eieiei. Naja, ich sag ja nur nicht, dass dich nachher beschwerst. Ja, du beschwer ich mich einfach trotzdem, auch wenn du jetzt was sagst. Das ist nicht erlaubt. Wer sagt das? Ich. Okay. Ansonsten, wie gesagt, fand ich immer noch ganz cool, ab und zu mal ein paar Serien auf NTV oder N24. Aber das ist auch teilweise. Kennst du hier noch Grundzugers Kosmos, diese Doku-Serie? Ja klar, die fand ich noch richtig gut. Obwohl, das war immer so geil, wie ihr Dieter Grundzugers, ich weiß es noch, der Moderator, am Ende so im Close-Up näher an die Kamera seine Brille abnimmt und dann irgendwie. Das mein war's Name wieder ist, von Grundzugers Kosmos mit mir, Dieter Grundzugers. Irgendwie war das genau. Klassiker.
Das war schon ziemlich witzig. Genau, dann so die Brille dabei abgenommen. Ja, ja, genau. Das hatte schon irgendwie... Das war schon das cool. Hatte Charme. Ja. Aber ich glaube, da liefen gefühlt auch immer nur dieselben Wiederholungen, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, teilweise fand ich das aber besser als Galileo. Gerade wo jetzt Galileo so ein bisschen irgendwie komisch geworden ist. Ja, in den letzten Jahren wurde Galileo irgendwie eigenartig. Galileo hat ja auch mal komplett anders angefangen vor mittlerweile wahrscheinlich 15 Jahren oder so oder noch länger. Ja, die waren mal sowas wie die Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ja. Und mittlerweile schicken sie so einen Mann irgendwo hin auf die Welt, irgendwas Extremes immer essen, wo ich dann denke, toll. Ja, oder was, ich glaube, eine Zeit lang hatten die auch so riesige Maschinen und sowas, so ein bisschen Welt der Wunder. Mhm. Das gab es ja damals auch immer, die hatten damals auch teilweise so dann so Sendungen, wo die nur sich irgendwie die größten Kräne der Welt angeschaut haben und sowas. Ja, was ja auch mal cool ist. Ja, das habe ich damals auch viel lieber geguckt und Galileo wurde dann mit der Zeit, ich glaube, ursprünglich kam das auch mal nachmittags und dann rückte das irgendwann immer später und wurde halt so ein bisschen, ja, anders ausgerichtet. Ja, definitiv. Also bei, was ich halt damals noch ganz cool fand, wie gesagt, war halt, oder weil ich heute ab und zu noch gucke, ist das Big Pictures, wenn es ein interessantes Thema ist. Galileo Big Pictures, aber ansonsten... Ich schaue einfach gar kein Fernsehen mehr, das ist das Problem, da kann ich wenig mitreden. Aber bei meiner Freundin schaue ich ab und zu noch Fernsehen. Bei uns, also wenn wir hier sind, wir gucken halt schon relativ oft Netflix. Ja, also ich eigentlich nur... Ich bin gespannt, es sind jetzt wieder einige neue Filme reingekommen und wo ich mich auch freue und was ich gut fand, ich muss sagen, ich bin nicht so der üble Star Trek Fan. Ja. Aber ich weiß nicht, die Star Trek Serie, die jetzt bei Netflix da reingekommen ist, die hat mich irgendwie voll gefesselt. Die soll ziemlich gut sein, habe ich mir aber selber noch nicht angeschaut. Die ist richtig gut, finde ich. Ich habe zwar gar keine Ahnung davon, ach hier mit der dunklen Materie und Sektion 31 oder wie das alles dort so heißt. Aber da gibt es schon die übelsten Verschwörungstheorien, was das alles ist. Weil das Schiff kann halt was Besonderes und ich möchte es aber halt nicht jetzt erzählen, weil die Serie ist noch zu neu. Ich möchte halt keinen spoilern. Ja. Guckt's euch an. Ja, und jetzt am 8. Januar kommt, glaube ich, die zweite Staffel kommt jetzt schon. Was ich aber auch letztens gelesen habe, oder seit 2 Tagen gibt es das Gerücht, dass Apple Netflix übernehmen will. Fände ich nicht schlimm, wenn ich dadurch Apple TV bekomme. Ja, ich weiß nicht, ob das in die Richtung gehen wird. Was ich viel spannender finde, ist da jetzt... Aber Netflix ist ja auch ein Millionengrab, ne? Die machen ja die machen richtig extreme Verluste, meine ich sogar. Ja, ne? Ja, genau. Was ich aber viel spannender finde, ist, dass Disney Fox übernommen hat. Und Vox, dem gehören Sky. Ja. Und Disney hat angekündigt, dass sie ihre eigenen Filme auf ihrer eigenen Streaming-Dienst nur noch draufbringen. Das heißt, das ganze Marvel-Zeugs kommt jetzt nur noch auf dann irgendwann nicht mehr Netflix, sondern Sky oder halt einer neuen Plattform, die dann geschaffen wird. Ja, wobei ich finde, für eine neue Streaming-Plattform ist es schon spät. Bitte? Ich finde, so langsam ist es aber spät, eine neue Plattform rauszubringen, was Streaming angeht. Netflix und Amazon Prime zum Beispiel, also Instant Video hier, sind schon so etabliert. Ja, aber Disney hat Potenzial von den Filmen. Und jetzt, wo die Filmrechte hat an Vox... Ja, man muss ja auch sagen, Netflix tut ja auch alles dafür, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben mit ihren eigenen Serien, genau wie Amazon Prime. Ja, Serien-Junkies sind die gut. Filme haben die nicht viel aktuelle oder gar keine. Ja. Aber die Serien sind halt saugut, die sie haben. Auch viele Eigenproduktionen sind saugut. Würde ich ganz ehrlich sagen. Aber da können wir, glaube ich, noch 5 Folgen drüber reden. Also, das ist ein hochspannendes Thema. Kommst du da rückwärts wieder raus? Muss ich doch gar nicht. Gut, du hast den Mähdrescher so weit auf Seite gefahren, okay. Ja, passend, ne? Passend. Zack, Motor aus. So, aber die Folge hier ist jetzt eigentlich auch quasi in 20 Sekunden vorbei. Machen wir hier die pünktlich Schluss diesmal. Wir werden auch heute jetzt hier wieder die Aufnahmesession beenden. Mit der Folge. Also ihr habt auf jeden Fall Zeit, dann dazwischen noch was Kleines oder was zu schreiben. Wir lesen definitiv die Kommentare dazwischen. Lasst uns gerne Themen da.
lasst uns gerne Anregungen da. Und wie gesagt, wo wir jetzt aktuell ein bisschen drauf sparen, ist jetzt auf die nächsten Tiere, die kommen sollen. Was jetzt genau wird, haben wir noch nicht ganz entschieden, aber das ist das, wo wir jetzt eigentlich so in letzter Zeit drauf sparen. Und ja, wir sehen uns, denke ich, einfach wieder in der nächsten Aufnahmesession oder für euch einfach in der nächsten Folge. Also, bis dahin und tschüss. Ciao.